meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Buchvorstellung, zu einem Buch, das mich einfach total aus den Socken gehauen hat, was wahrscheinlich jedes Buch getan hat, das ich im Video vorstelle, denn ihr wisst, in die Videos schaffen es nur Bücher, die mich echt grenzenlos begeistert haben und dieses Buch ist eines davon. Ich möchte euch kurz erklären, wie ich auf dieses Buch gestoßen bin. Und zwar verfolge ich den Verlag bei Facebook, natürlich, wie ihr wahrscheinlich auch alle. Und da habe ich immer zwischendurch so kurze Videos gesehen und dann stand dann immer oben drüber die Wahrheit über den Fall des... Ich habe am Anfang immer Ari Kubert gelesen, weil ich finde, Kubert ist halt so ein typisch französischer Name. Und der Autor heißt Joël Dicker, glaube ich zumindest, dass man ihn so ausspricht. Und auf jeden Fall sind mir immer so Kurzvideos da halt aufgefallen. Dann habe ich das irgendwann mal so angeklickt und habe gedacht, was ist denn das überhaupt? Das war dann so wie Zeichentrick gemacht. Und dann habe ich über die Verlagsseite gesehen, dass es auch zu dem Buch eine eigene Facebook-Seite gibt. Da bin ich dann auch drauf gegangen. Dann habe ich mir natürlich das Cover hier angeguckt. Davon war ich schon total begeistert. Und dann habe ich mir die Kurzbeschreibung durchgelesen und habe gedacht, ich glaube, das ist was für mich. Ich bin ehrlich, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie viele Seiten dieses Buch hat. Ich habe es bestellt, es trudelte bei mir zu Hause ein. Ich war, wie auch schon vorher, durch das Bild, was ich im Internet gesehen hatte, total begeistert von dem Cover. Ich finde, das sieht einfach total schön aus. Entschuldigung. Und ich habe dran gerochen, als ich die Folie abgemacht habe, gesagt, boah, das riecht richtig, richtig geil. Ich rieche ja immer alle Bücher und es gibt einfach Bücher, die riechen nicht so gut und es gibt Bücher, die riechen total gut und dieses Buch riecht halt wirklich sehr gut. So. Und dann habe ich mit jemandem gesprochen und wir haben uns dann auch über dieses Buch unterhalten, dass derjenige halt dieses Buch auch schon öfter mal so gesehen hatte im Internet und so. Und dann hat er gesagt oder gefragt, wie viele Seiten hatten das? Und dann habe ich erstmal so reingeguckt und habe dann gesehen, boah, das Buch hat 724 Seiten. Wenn ihr euch das jetzt so anguckt, ich finde, das sieht überhaupt nicht so dick aus. Also, weil das Papier relativ dünn ist. Und ich hätte jetzt, wenn ich jetzt hätte tippen müssen, hätte ich gesagt 500 Seiten. Dann habe ich gedacht, boah, ey, 700 Seiten. Oh mein Gott. Denn diese Phase, dass ich so richtig dicke Schinken lese, die ist bei mir irgendwie vorbei oder die pausiert oder wie auch immer. Ich habe früher ja historische Romane auch gelesen. Ich habe die auch echt eine Zeit wirklich total verschlungen. Die durften dann auch mal 1000 Seiten haben. Aber irgendwann habe ich so die Lust an so dicken Büchern verloren, weil ich immer Angst habe, dass mich ein dickes Buch nicht über 700 Seiten an seinen Seiten fesseln kann. Und dann habe ich gedacht, ja, ich hoffe mal, dass es mir wirklich gefällt. So, dann habe ich angefangen zu lesen. Dann habe ich das Buch aufgeschlagen und da ist so ein kleines Vorwort und so. Und dann ist direkt am Anfang so ein Bild gewesen. So, Vorwort. Ich denke, wie geil sieht das denn aus? Es sieht wirklich aus wie echt, als wenn da ein Loch im Papier ist. Und dann, ich bin ja mal dann so neugierig, dann habe ich immer so geguckt, was ist denn da auf der nächsten Seite und so verglichen. Und das, was ihr hier lest, ist wirklich genau hier auf der nächsten Seite. Als wenn wirklich ein Loch hier drin wäre, könntet also mit der Schere das hier rausschneiden und hättet dann wirklich genau den gleichen Text. Und da fand ich die Aufmachung schon total klasse. So, da habe ich mich dann schon eigentlich das zweite Mal verliebt in dieses Buch. Und dann habe ich angefangen zu lesen und ich schwöre euch, ich war von der ersten Seite an in dem Buch gefangen. Grob die Geschichte, ich erzähle euch jetzt ganz kurz, oder beziehungsweise, ich weiß, dass ich nicht zu viel verrate, denn ich habe mir gerade, bevor ich das Video jetzt gedreht habe, nochmal die Kurzbeschreibung bei Amazon angeguckt, weil ich dachte nicht, dass ich da auf einmal doch was verrate, was man doch noch nicht wissen darf oder so, weil natürlich nach 700 Seiten ist es so... Ich habe so am Ende ein bisschen vergessen, was ganz am Anfang war. Und natürlich ist ja jetzt die Geschichte komplett in mir drin. Ich kenne das Ende, ich weiß, wie es endet. Und dann ist es, finde ich jetzt gerade ein bisschen schwierig, das nochmal so jungfräulich irgendwie zu erklären für die Menschen, die dieses Buch eben noch nicht gelesen haben. Also, es geht um Ari Kubert. Ich weiß es wirklich nicht. Also, der Autor ist Franzose. Er spricht Französisch. Ich zeige euch mal übrigens nochmal ganz kurz ein Bild für die Mädels unter euch. Guck mal, ist das nicht ein lecker Schwackofatz? Der sieht sehr, sehr nett aus. Ja, spricht Französisch und wie gesagt, Ari Kubert ist für mich auch ein französischer Name. Ich habe ein Interview gesehen mit Joël Dicker. Er sagt dann auch Ari Kubert. Ich habe aber gehört, dass es im Hörbuch amerikanisch ausgesprochen wird, nämlich Harry Kubert. Die ganze Geschichte spielt auch in Amerika. Also es ist wirklich der erste französische Autor, der überhaupt gar nichts Französisches in dem Buch einfließen lässt, außer vielleicht diesen Namen Ari Kubert.
Aber ansonsten ist alles amerikanisch und es ist überhaupt nichts französisch. Und das unterscheidet ihn so ein bisschen von Guillaume Musso und Nicolas Barrault. Das sind ja so die anderen einzigen französischen Autoren, die ich so kenne. Und Leute, ich sag euch echt, der Joël Dicker, ich sag's mal ganz leise, der rennt den beiden echt den Rang ab. So. Also, ich möchte bald sagen, der hat die anderen beiden echt noch übertroffen. Aber der hat, glaube ich, auch ganz viele andere Autoren übertroffen, weil ich einfach so begeistert bin von diesem Buch. So, ich komme von Nelske nach Stöckske, mein Kopf ist so voll. Ich habe vorher so viel überlegt, was ich in diesem Video erzähle und ich möchte da auch irgendwie nichts vergessen. Und ich komme jetzt hier von, wie gesagt, Nelske nach Stöckske, aber ruhig, Gossi, ganz ruhig. Aber es ist so schwierig, wenn man so begeistert ist von einem Buch. Ich bin dann immer so euphorisch, ne? Ich möchte jeden einzelnen von euch jetzt so nehmen und sagen, ey, kauf dieses Buch, lies es, du wirst es lieben, weil es wirklich so ist. Also, Harry Kubert oder Harry Kubert oder wie auch immer. Also beim Lesen hinterher habe ich immer Harry Kubert gelesen, manchmal auch wirklich querbeet. Das ist mir manchmal auch so unter die Augen gekommen. Dann habe ich immer so im Freundeskreis, habe ich immer Harald querbeet gesagt. Und der ist auf jeden Fall ein erfolgreicher Schriftsteller und Literaturprofessor. Und er ist befreundet mit Marcus Goldman. Das ist so ein Schüler von ihm früher gewesen, dem er so ein bisschen das Schreiben auch beigebracht hat oder ihm da so unter die Arme gegriffen hat. Marcus Goldman hat auch einen Bestseller schon geschrieben und befindet sich in einer Leseflaute. Das Problem ist nämlich, dass er gleich so einen 5-Buch-Vertrag unterschrieben hat. Und der Verlag erwartet natürlich jetzt nach dem ersten Bestseller, den er geschrieben hat, natürlich jetzt einen zweiten. Und er befindet sich in so einer totalen Schreibflaute oder Schreibhemmung oder Schreibblockade, wie auch immer man das nennen mag. Ihm fällt nichts ein. Worüber soll ich schreiben? Und irgendwann ruft er dann den Harry Kubert an und sagt ihm das dann so. Und der Harry sagt dann, ey, weißt du was, Markus, komm einfach mal hier zu mir hin nach. Und jetzt kommt ein Wort, ich habe es echt geübt mit einer heißen Kartoffel im Mund. Komm von New York aus zu mir nach Aurora. Man kann es ganz schlecht aussprechen, oder? Also eigentlich würde man jetzt lesen Aurora, aber natürlich spricht man es in Amerika nicht so aus, sondern wahrscheinlich echt Aurora. Mach das mal mit einer heißen Kartoffel, das geht wirklich. Und Markus sagt, okay, weißt du was, ich komme vielleicht, weiß nicht, werde ich da inspiriert oder was auch immer, ich komme zu dir. So, und dann fährt er da so hin und dann erzählt Harry Kubert eigentlich ein Geheimnis von sich, denn also er hat ein Buch geschrieben, das war auch ein totaler Bestseller, das heißt Der Anfang allen Übels oder Der Beginn allen Übels, guck mal, jetzt kann ich es euch noch nicht mal sagen, irgendwie so in der Art auf jeden Fall. Und er erzählt ihm, dass er vor 33 Jahren eine sehr junge Frau kennengelernt hat und dass er sich auch in sie verliebt hat und diese Liebe war verboten. Aus welchem Grund ist jetzt mal wurscht, steht alles in dem Buch. Und in dem Garten von Harry Kubert wird, also der möchte da sowas pflanzen lassen, so Blumen von so einer Gärtnerei, und die buddeln da ein Loch und auf einmal finden die dort eine weibliche Leiche. Die Leiche einer ganz jungen Frau und die hat eine Ledertasche um und in der Ledertasche befindet sich das Manuskript von dem Bestseller, den Harry Kubert geschrieben hat. So, das ist jetzt erstmal die ganz kurze Kurzbeschreibung. Das passiert auch alles relativ am Anfang, also nicht zu viel verraten. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, jetzt nicht noch mehr über die Story zu erzählen, denn ich würde es gerne. Ich kann euch aber erzählen, was ich beim Lesen empfunden habe. Also ich habe wirklich schon so nach 100 Seiten gedacht, oh mein Gott, dieses Buch hat nur 700 Seiten. Ich war wirklich nach 100 Seiten schon so begeistert von der Story, wie gesagt, eigentlich ab der ersten Seite, dass ich gedacht habe, eigentlich ist es so ein Buch, da möchte ich nie, dass es zu Ende geht. Also ich möchte das noch 1000 Jahre weiterlesen und dieses Buch soll 8000 Seiten haben. Und es war wirklich so. Ich bin so tief in diese Geschichte gesunken. Ich bin so tief gesunken, als ich dieses Buch gelesen habe. Nein, also ich bin so tief in diese Geschichte rein. Ich war in Aurora. Und ich habe Marcus Goldman geholfen, weil also er möchte gerne die... Also Harry Kubert wird verhaftet auch, das steht auch noch ganz am Anfang, da verrate ich euch auch noch nicht so zu viel. Und Marcus möchte halt sagen, ey, der war das nicht, der hat die nicht umgebracht und so. Und ich habe eigentlich mit Marcus Goldman zusammen... Also ich bin der Meinung, Goldman hat es nur geschafft, den Fall aufzulösen am Ende, weil ich ihm geholfen habe. Wir haben zusammen in der jetzigen Gegenwart oder von der Gegenwart heraus
in der Vergangenheit gegraben und gesucht und rausgefunden und was weiß ich, was wirklich damals passiert ist. Und dieses Buch ist so, so vielschichtig. Immer wenn man meint, ich weiß es, weiß man es natürlich nicht, klar. Ich meine, es wäre ja Schwachsinn, wenn man so nach 200 Seiten schon wüsste, was da jetzt wirklich passiert ist, und das Buch hat noch 700 Seiten. Es passieren so, so viele Dinge, die das Buch so zu so einer Wende bringen, wo man dann auf einmal denkt, ey, Moment. Oder was ich zum Beispiel auch total klasse fand, wenn die so in der Vergangenheit graben, die sprechen dann mit Leuten, die jetzt noch leben, und die erzählen dann irgendwas. Und dann wird zum Beispiel aus Sicht der Person A wird jetzt so erzählt, das und das war damals so und so. Und dann geht es wieder in die Gegenwart. So. Und dann irgendwann kommt mal so ein anderer und der erzählt dann eigentlich die gleiche Sache, die diese Person erzählt hat, erzählt diese Person noch einmal aus deren Sicht oder aus dessen Sicht. Und dann sieht man auf einmal diese ganze Situation mit anderen Augen, weil man ja zwei Seiten hört, vielleicht manchmal auch drei oder vier. Oder wie ist überhaupt diese Situation, die dieser Mensch hier erzählt, entstanden? Dann geht er noch weiter zurück und erklärt, pass mal auf, damals war das und das. Also dieses unheimlich Verwobene war so, so, so krass gut. Und es war trotzdem so, dass ich mir auch alles merken konnte. Also selbst so zum Ende hin wusste ich immer noch, dann schwirrte noch in meinem Kopf, warte mal, da ist noch irgendwas. Ich bin mal gespannt, ob der Markus Goldmann da nochmal irgendwie drauf zu sprechen kommt oder der Joel Dicker. Ich habe immer übrigens die beiden so verbunden. Für mich war Joel Dicker Markus Goldmann und umgekehrt. Und deswegen habe ich mir den auch immer so vorgestellt, wie auf dem Foto. Vom Alter her kommt es nämlich auch ungefähr hin, und für mich war der das einfach. Und ja, es ist so irre spannend, dass ich das Gefühl hatte, ich habe in diesem Buch gewohnt. Ich weiß nicht, ihr kennt das sicherlich auch, wenn ihr gute Bücher lest. Das ist wirklich so, dass ich tagsüber mich gefreut habe. Zum Beispiel auch morgens schon. Ich bin morgens aufgewacht und ich wusste, ey, heute kann ich Harry Kubert weiterlesen. Und mir macht das immer voll gute Laune, wenn ich gerade so ein tolles Buch lese und mich darauf freuen kann. Und heute Abend geht's weiter. Und dann war es echt so, als wenn jemand sagt, Kossi, hier komm, kuschel dich schön in eine warme Decke ein. Hier hast du einen Tee, hier hast du einen Keks. Geh nach Aurora und ermittle weiter. Und so war das. Und das Ende werde ich natürlich nicht verraten, obwohl ich so gerne würde. Sag mal so, die letzten 200, 250 Seiten, die habe ich so in einem Rutsch durchgelesen. Und dann war es so, ich war voll in Aurora und habe die ganzen Leute interviewt und habe ermittelt und getan und gemacht und so. Und dann klingelte das Telefon. Mein Telefon zu Hause. Und ich habe mich so erschrocken, als wenn mich mitten in der Nacht jemand anruft. Ihr kennt das dann bestimmt auch, wenn man schläft und man wird durchs Telefon geweckt. Ey, ich habe so Herzrasen gehabt und habe erstmal gedacht, ey, wo bin ich? Ich bin gar nicht in Aurora, ich bin hier zu Hause. Und ich war wirklich da drin und ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich die Seiten weitergeblättert habe. Ich habe dann wirklich zum Schluss nur, oh nein, nur noch 100 Seiten, nur noch 50 Seiten, weil das ist zu Ende und das ist so schade. Und so war es dann auch. Und ja, es ist einfach nur spannend. Irgendwo bei Facebook oder so hat mich jemand gefragt, ist das ein Thriller? Ich habe überlegt, was es ist. Drauf steht Roman. Also es ist ein absoluter Spannungsroman. Es hat eine Prise Liebe. Es hat ein bisschen Thriller. Es hat ein bisschen Krimi. Es hat ein bisschen Humor zum Beispiel. Da gibt es immer so manche Szenen. Ich sage euch jetzt einfach nur mal, die haben so mit Telefonieren und so zu tun. Da habe ich mich scheckig gelacht teilweise. Und es ist irgendwie alles. Und deswegen ist es für mich so vielschichtig. Es beinhaltet so, so viele Dinge. Es waren ganz viele tolle Sätze dabei, die ich mir in meinem Buch der schönen Sätze geschrieben habe. Und er sagt zum Beispiel, oh, ich hoffe, ich finde das jetzt. Da hatte ich nämlich, nee, warte mal, kann ich auch mal gucken. Ich habe bei Instagram nämlich da so ein Bild erstellt mit einem Zitat. Das fand ich so passend, also auch für uns alle, die wir Bücher lieben. Und zwar ist ein Zitat aus dem Buch: Zwei Dinge geben dem Leben einen Sinn. Die Bücher und die Liebe. So habe ich mal dieses Bild hier gebastelt. Für euch alle so, weil ich dieses Zitat so schön fand. Und da sind ganz viele tolle Zitate drin, aber es ist trotzdem halt nicht so ein Schmachtfetzen. Es ist überwiegend einfach spannend. Also deswegen ist es auf jeden Fall ein Buch für Frauen und Männer, weil manchmal fragen mich dann auch Männer, ist das was für mich? Absolut, es ist für alle Menschen dieser Welt. Und alle Menschen dieser Welt sollten auch dieses Buch wirklich lesen. Also ich möchte es jedem von euch aufzwingen und habt keine Angst vor diesen 700 Seiten. Ich habe bis zum allerletzten Wort dieses Buch echt aufgesogen und war einfach total traurig, weil ich die ganzen Personen gehen lassen wollte. Und das sind so Personen oder Charaktere, von denen ich weiß, die werden mich auch noch lange begleiten.
Ihr wisst das, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, ich habe das bei manchen Protagonisten, weil bei vielen Büchern ist es so, da vergisst man ja ganz viel. Aber Harry Kubert, ich glaube, den werde ich nie vergessen. Und Marcus Goldman und Joel Dicker. Und ich hoffe, dass Joel Dicker bald ein neues Buch schreibt. Ey, das kann meinetwegen echt 8000 Seiten haben. So ein Schinken dann. Egal, ich würde es lesen. Also es ist einfach so, dass ich wirklich total begeistert davon bin. So, und diese Kurzvideos, von denen ich gerade übrigens erzählt habe, ich habe nur eins gesehen und dann habe ich Angst gehabt, oh, nicht, dass mir da irgendwas von der Story verraten wird. Wenn ihr euch die anguckt, ich habe die oder werde die mal hier unter dem Video auch verlinken, ihr müsst keine Angst haben, es verrät eigentlich nichts. Also ich habe mir die trotzdem alle gesammelt, dann hinterher nach dem Lesen angeguckt und war da auch nochmal so ein Stück weit irgendwie halt in der Geschichte so drin und habe dann gesehen auf der Facebook-Seite zu dem Buch, werde ich auch mal verlinken, da gibt es ein Gewinnspiel, das geht jetzt noch bis zu dem 15. September. Und da könnt ihr, also vorausgesetzt, ihr habt das Buch jetzt noch nicht gelesen und kennt das Ende nicht, könnt ihr praktisch so eure Vermutungen, ob ihr jetzt glaubt, dass Kubert irgendwie schuldig ist oder nicht oder so, könnt ihr da hinschreiben, so eine Mail könnt ihr da hinschreiben. Und dann könnt ihr eins von 15 signierten Büchern von Joel Dicker gewinnen. Fand ich total klasse. Und irgendwas wollte ich euch noch sagen. Ach ja, und bei Amazon, das werde ich auch verlinken, gibt es eine XXL-Leseprobe. Die ist kostenlos. Die könnt ihr euch downloaden. Da könnt ihr auch, wenn ihr jetzt einen Computer habt und nicht die Möglichkeit irgendwie übers Handy oder über ein iPad oder so das zu lesen, könnt ihr es auch über einen Computer machen. Dann müsst ihr die Kindle-App mit dazu runterladen. Das werde ich auch alles verlinken. Und die ist kostenlos und die hat 120 Seiten. Ey, manche Bücher haben 120 Seiten, ja? Und das ist die XXL-Leseprobe. Und ich könnte fast eine Wette abschließen. Wenn ihr diese 120 Seiten gelesen habt, wollt ihr dieses Buch weiterlesen. Ihr könnt da gar nicht aufhören. Ich meine, ich habe gesehen, es gibt auch schlechte Rezensionen. Die habe ich mir natürlich dann auch im Nachhinein angeguckt. Und dann ist es immer so, jeder hat ja seine eigene Meinung, natürlich. Und ich finde immer, dass zum Lesen auch das eigene Leben gehört. Die Vergangenheit eines Menschen, so seine ganze Geschichte. Ob man sich dann eben mit so einer Geschichte identifizieren kann, ob man die an sich ranlassen kann. Da spielen ja immer ganz viele Faktoren eine Rolle. Und als ich diese negativen Meinungen gelesen habe, habe ich immer so gedacht, die haben ein anderes Buch gelesen. Das war gar nicht das Buch. Also es war irgendwie, so, ich kann es verstehen, dass Menschen halt andere Meinungen haben, aber ich habe gedacht, boah, denen entgeht so eine tolle Geschichte. Und ich habe dann auch ganz oft so gedacht, diese Menschen, die überhaupt keine Bücher lesen, die gibt es ja auch, denen entgeht so, so viel. Und jetzt fällt mir nämlich noch was ein, was ich auch erzählen wollte, bevor ich das jetzt nämlich total vergesse. So auf den letzten 200 Seiten, wie gesagt, da wurde es so, so spannend, dass ich den einen Rutsch durchgelesen habe. Und dann habe ich richtig Panik manchmal gehabt. Dann habe ich so geblättert, ey, sind die Seiten noch alle vollgeschrieben? Dann habe ich mir vorgestellt, ey, voll so eine Kossi-Fantasie, habe ich gedacht, so, stellt euch mal vor, ihr lest so ein geiles, spannendes Buch. Und auf Seite 600 kommen auf einmal nur noch leere Seiten. Und auf der allerletzten Seite schreibt der Autor, ich hatte irgendwie keinen Bock mehr weiterzuschreiben, denkt euch einfach den Rest. Stellt euch das mal vor. Diese Geschichte ist frei erfunden, die entspringt dem Autor so aus seinem Kopf raus und ihr lest die und auf einmal würdet ihr das Ende überhaupt nicht erfahren. Ey, ich habe da richtig Panik gekriegt, ich habe gedacht, stellt euch das mal vor. Das wäre krass, oder? Ey, das wäre so gemein. Ich meine, ich hätte zwar genügend Fantasie, mir da irgendwie selber ein Ende so zusammenzubasteln, aber man will es ja so von dem Autor wissen, der ja den Anfang erfunden hat, von dem will man das Ende natürlich auch wissen. Und das war echt so eine totale Horrorvorstellung. Da habe ich immer geguckt, nein, sind alle Seiten noch voll, keine Buchstaben weg, alles in Ordnung, keine Seite rausgerissen oder so. Weil das ist, glaube ich, der Horror für jede Leseratte, oder? Wenn da echt so Seiten fehlen würden am Ende. Obwohl, das wäre irgendwie auch mal ein Gag, oder? Wäre das ein Gag? Was würdet ihr mit so einem Buch machen, wenn das so spannend wäre und der Autor dann wirklich so als Gag, ich habe jetzt keinen Bock mehr, denkt euch den Rest aus, ich würde dieses Buch an die Wand klatschen. Und dann einen wackeligen Stuhl legen oder keine Ahnung. Ich wäre so wütend und obwohl es ja alles nur Fantasie ist und überhaupt nicht real. Aber das Schöne ist eben auch an Büchern wie diesem Buch eben, dass, ja, dass irgendwann so diese Trennung zwischen Fiktion und Realität verschwimmt. Und man glaubt eben wirklich so, ey Leute, ich bin voll in Aurora. So, und man denkt das echt und man ist gar nicht mehr zu Hause, man ist einfach weg. Dieses Buch ist übrigens auch schon verfilmt worden. Das fand ich richtig klasse. Allerdings gibt es diesen Film noch nicht im Kino zu sehen, sondern nur hier. Ich habe meinen eigenen Film gedreht zu diesem Buch, denn es war wirklich so, dass ich mir jede Person vorgestellt habe. Auch wenn sie gar nicht optisch so wer weiß wie beschrieben waren, hatte ich wirklich zu jeder Person ein Bild im Kopf. Ich hatte
von Aurora ein Bild im Kopf, was euch schon ein bisschen so ist, auch wie dieses, so, das ist so amerikanisch, typisch amerikanisch, kleinstadtmäßig so. Und genauso hatte ich mir das alles vorgestellt. Ich habe mir das Haus von Harry Kubert vorgestellt, wie es von außen, von innen aussieht, wie diese ganzen Personen aussehen. Ich habe wirklich beim Lesen gleichzeitig den Film geguckt und ich hoffe sehr, dass der natürlich auch richtig verfilmt wird. Und ich bin mir da ganz, ganz, ganz sicher, dass es auf jeden Fall passiert. Und ja, besonders toll finde ich eben auch, dass es ja um Schriftsteller geht und dementsprechend auch um Bücher. Es ist ein bisschen auch so wie ein Buch in einem Buch. Und das liebe ich ja auch. Und deswegen hat einfach dieses Buch so alles für mich. Also es sind wirklich alles, was ich von einem tollen Buch erwarte, hat dieses Buch erfüllt, obwohl ich gar keine großen Erwartungen hatte, sondern einfach nur neugierig geworden bin, weil ich gucken wollte, was steckt denn da so hinter. Und ich bin so froh, dass ich danach gegriffen habe und ich bin so froh, dass mich jetzt die 700 Seiten halt nicht abgeschreckt haben. Und ja, ich glaube, jetzt, das war wirklich alles, was ich euch erzählen wollte. Weil, ja, wie gesagt, ich habe mir schon ein paar Tage eigentlich so Gedanken gemacht, was erzähle ich euch jetzt, damit ich nicht so viel von der Handlung erzähle, aber euch trotzdem halt rüberbringe, so, was dieses Buch irgendwie letzten Endes mit mir gemacht hat. Und eigentlich sitze ich jetzt hier vor meinem Bücherregal, aber ich habe das Gefühl, ich sitze immer noch irgendwo in Aurora. Sitze ich mir geil an, oder? Aurora. Sitze ich an so einer Bushaltestelle und warte auf den Bus, der mich jetzt abholt und wieder nach Hause bringt. Ich sitze da noch und warte und gucke mir die Leute da so an und denke, ach, war das schön hier. Ich möchte eigentlich gar nicht gehen. Ja, und wenn das ein Buch mit einem macht, ist es doch toll, oder? Also, lest dieses Buch. Es ist einfach klasse und ich komme mir wirklich schon vor, als wenn ich hier so Marktschreier wäre oder so. Ich muss dieses Buch einfach so hochloben, weil es mir so gut gefallen hat. Und ich habe mir vorhin auch überlegt, also was ich noch nie mit einem Buch gemacht habe, obwohl ich ja schon viele, viele Bücher gelesen habe, die ich liebe, habe ich jetzt vor, etwas damit zu machen, weil mich das einfach so verlockt und es ist einfach, ich möchte dieses Buch küssen. Und das mache ich und das habe ich echt noch nie gemacht. Und dieser Kussmund wird da echt draufbleiben. Den lasse ich da jetzt für immer und ewig drauf. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen verschmiert, ist mir aber egal. Hat das Buch verdient? Und sollte Joel Dicker dieses Video sehen, was er wahrscheinlich nicht tun wird, und wenn, denkt er wahrscheinlich auch nur, was ist das für eine Irre, die da irgendwas redet, was ich sowieso nicht verstehe. Obwohl er ein paar Wörter übrigens auch Deutsch spricht. Wenn ich dran denke, werde ich da nämlich auch mal so eine kurze Sequenz einblenden, wo er so die deutschen Leser grüßt. Aber sollte Joel Dicker dieses Video sehen, dieser Kuss ist für dich, weil ich liebe dieses Buch einfach und ich möchte, dass Joel Dicker noch ganz, ganz, ganz viele Bücher schreibt. Und ich bin wieder mit dabei. Und ihr solltet es bitte, bitte, bitte auch lesen. Ich flehe euch echt sonst nicht an. Aber ihr würdet so eine wahnsinnig tolle Geschichte verpassen. Lest dieses Buch und sagt mir, wie ihr es fandet. Und wehe, ihr liebt es nicht genauso wie ich. Okay, ich warte jetzt ein bisschen auf den Bus. Und wir sehen uns dann nach einer etwas längeren Pause, die ich ja schon angekündigt habe. Und dann bin ich wieder da und dann mache ich wieder Videos. Und dann ist alles wieder gut. Bis demnächst. Macht's gut und tschüss. Da ist echt drauf geküsst. Ja, das bleibt auch so. Ich hoffe, der ist kussecht. Ich dachte, das ist noch verschmiert. Macht's gut. Tschüss.